Oh mein, was ein peinlicher Dreckskampf, ey. Na, wenigstens kann Sklave ihn schwächen. Und jetzt müsste ich ihn eigentlich fangen können. Super Ball, und jetzt bleibst du drin, ist das klar? Fein! Fein, 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 fein. Pfiffchen, bis... Ja, ja, das möchte ich. Ja, das hast du dir verdient, das hast du dir verdient. Und wenn du jetzt nicht Zertrümmerer lernen kannst, ne, dann kriegst du aber... Kriegst du aber was. Dankeschön. So. Dreck erlernt Zertrümmerer. So, und Sklave können wir ruhig, umbringen. Ich meine freilassen. Ist ja fast dasselbe. Nein, freilassen, so bin ich auch wieder nicht. Ich hau ihn natürlich auf der Box, wo er angesperrt wird für seinen... für den Rest seines Lebens. Ist also schlimmer als der Tod. So, bewegen... Zack! Und zack, und jetzt heilen wir mal unsere Pokémon. Ich meine, wenn ich... Nee, nee, nee. Dreck trainiere ich ganz sicher nicht, weil Magnaien... Nee, nee, das ist so ein typisches Rüppel-Pokémon, was sie da hat. Und nein, Pfiffchen ist scheiße. Pfiffchen ist Dreck. Klar, Pfiffchen kann stark werden zu Magnaien. Keine Frage, aber... Aber nein. So, dieser Fels sieht zerbrechlich aus. Soll Zertrümmer eingesetzt werden? Ja, auf jeden Fall. So, wen haben wir denn jetzt ganz oben? Jungglut, aber ich setze mal Schwalbus nach oben. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einige schwerer zu besiegen sind als die Arenaleiter. Das ist klar. Oh, hier das Reporter-Team, das ist cool. Oh, wir haben hier viele starke Trainer gesehen. Okay, Kamera ab. Interviewen wir jemanden. Jetzt interviewen die unseren Kampf und übertragen das auch live im Fernsehen. Oder, ja, live im Fernsehen, kann man sagen. Flurmel und Magnetilo. Später, wenn man halt schon noch viel weiter ist, kommen die halt nochmal, die beiden. Die kommen halt immer und immer wieder und dann haben die schon... ziemlich starke Pokémon. Ups. Ein Kravumps zum Beispiel, das ist die letzte Entwicklung von Flummel. Nein, das war Fail. Ja, jetzt bist du cool, ne? Jetzt bist du richtig cool. Jetzt bist du tot. Zack. Mein Gefühl hat nicht getrogen. Getrogen. Der Trainer ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als wir dich gesehen haben. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Klar. Ja? Wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Kurz, okay. Nett weiß ich noch nicht. Ich nehme mal Ausrufe. Wie kann ich meinen Kampf, den Kampf beschreiben? Gibt's ja auch Muhaha?
Wahaha, ist auch geil. Gut. Okay. Yeah, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen sie dies im Fernsehen aus, also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. So. Next. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Kein Ding. Kämpfen geht immer. Immer, immer, immer. Eine Herausforderung von Piknir. Piknir. Picknicker Irene. Knitz. Flügelschlag. Ich mag die Initiative von Schwabos richtig gern. Sogar schneller als Voltenso war sie ja. Oder war er ja. Merrill. Ja, noch ein Flügelschlag. Yeah. Starkes Schwabos auch noch. Ist nicht so schnell, sondern auch stark. So, dann geht's weiter hoch. Mal höher, mal höher. Zum nächsten Pfadfinder. Ich bin voller Schwung und Elan. Und mein Pokémon nicht minder. Was für eine Sprache hier? Echt, das ist doch nicht schön. Sandan. Hallo. Nein. Tschüss. Mein Pokémon hat ausgeschwungen. Hier geht's zur Wüste, da ist aber ein Sandsturm und der ist zu stark und deswegen können wir da nicht rein. Wir brauchen erstmal so eine Sonnenbrille, so ein Sandglas oder wie das heißt. Dann können wir da rein. Da gibt's auch richtig gute Pokémon, wovon ich glaube ich eins fangen will und zwar ein... Naja, sag's noch nicht. Könnt ihr später sehen. So, ich will mal eben kurz wissen, was hier oben so gibt an Pokémon. Kann man auch bestimmt. Ja, und Merrill. Warte mal, Merrill, Wasser-Pokémon, Surfer später. Ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt Merrill fangen soll. Nein. Erstmal nicht. Aber müssen wir uns schon mal merken. Später, falls wir kein Wasser-Pokémon haben, dann wissen wir, dass hier oben Merrill ist. Halt für Surfer. Weil wir brauchen ja Surfer später. Dann gibt es ja aber noch mehr, glaube ich. Ja, Kamaup. Kamerupt, oder wie die Entwicklung auch immer heißt, Kamerupt. Ist richtig gut. Aber wir haben ja schon ein Feuer-Pokémon. Mal sehen, ob ich mir noch eins hole. Ich kämpfe erstmal weiter, oder auch nicht. Dann mache ich Schwabos erstmal Level 16, auch gut. 16, 26 meine ich natürlich. Ja, wir haben es schon spät, Leute. Es ist gerade 0.15 Uhr und ich nehme auf, ja. So ist es. Ich bin stark und wein. Ich bin stark und deswegen weine ich. Ja. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Genau das hat er gesagt. Blanas. Jack Snoop. Du kannst gar nichts. Ein Schwalboss und ein Schwalboss. Flügelschlag und du bist tot. Ja, Volltreffer. Und Level 26. Abgerutscht. So. Uah, Schlucht. Ja, siehst du, du weinst wohl. Spaß. So. Dududududin. Machst du auch ein Picknick? Nein. Und ich werde auch ganz ehrlich mit dir singen. Schwalbini. Schwalboss. Nein, ich schnappe. Da bringt's auch, okay. Lombrero.
Tschüss. Wie heißt nochmal die Entwicklung von Lambrero? Ich komme da gerade nicht drauf. Kapalores, genau. Kapalores ist cool. Lustig, chillig drauf. So, jetzt sind wir auf dem Schlottberg angekommen. Am Ende gibt es Bad Lavastadt. Da geht es noch nicht hoch, da sehen wir die Magma. Ich setze mal eben Jungblut an den Anfang. Weil jetzt kommen ein paar Stein-Pokémon und das finde ich nicht so toll für Schwalboss. Wie wär's, wenn wir kämpfen? Du und ich. Ja klar. Ja klar. Ja, schöne Stein-Pokémon, ich weiß. Doppelkick. Ich wollte schon was anderes sagen. Scheiße, egal. Mann, schau nur, da hilft Schnabel. Giesbert. Ja, mein Name hier. So, Schnabel. Bam. Schwäche. Ich habe verloren. Ja, das ist doch voll lustig, wenn man verliert. Meine Beine sind durch das Klettern in den Bergen richtig muskulös geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Ey, so jemand wie dich habe ich gerade gegen so jemanden wie dich habe ich gerade gespielt. Der sah genauso aus wie du. Wirklich? Der heißt Heimke? Ist Heimke nicht ein Mädchenname? Also ich kenne ohne Witz jemanden, die heißt Heimke. Ein Weib. Ganz ehrlich. Egal. Sehr schön. Wir haben bald einen Logok. Ein Logok. Logok, ja. Wie auch immer man es aussprechen mag. Jeder spricht seine Pokémon ja anders aus. Zum Beispiel Ratzfratz anstatt Ratfratz. Und so weiter und so fort. Doppelkick. In your face, down. Aua, ich hab Muskelkrämpfe. Ja. Jetzt habe ich eine Transe, mein Dings. Scheiße. Ja, egal. Ich werde jetzt den Part an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Part seht ihr dann, wie ich diesen Berg betrete. Und ich kann euch schon mal sagen, es wird spannend. Also, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.